Das ist halt, das Spiel ist ganz einfach. Es dreht sich alles, jetzt müsst ihr es haben, es dreht sich alles um das Loslassen. Das Loslassen von was? Bist du noch dran? Weil du Ich eins. höre dich gut, ich sehe dich gut. Alles gut. Es dreht sich ums Loslassen, aber das Loslassen von was? Das Loslassen von einseitigen Wertungen. Das heißt, du musst dich zuerst einmal beobachten und du wirst jetzt feststellen, wenn du ein Wehwehchen hast, wirst du zwanghaft versuchen, dich wieder gesund machen zu wollen. Mit irgendwelchen Mittelchen, die deine Logik dir einredet, oder du gehst ins Internet. Aber wenn du dich gesund machen willst, gesund ist das Gegenteil von krank. Das heißt, was du eigentlich solltest, du solltest an deinen Heilungsprozess arbeiten. Und der Heilungsprozess ist eben nicht gesund, weil der das Gegenteil von krank ist, sondern das ist das Allumfassende. Jetzt wirst du mit dem Dilemma leben der Einseitigkeit. Was soll ich machen? Zuerst mal lässt du den Film weiterlaufen, was ich sage. Und ich sage, das läuft so lange weiter, bis du die Sinnlosigkeiten von irgendwelchen Aktionen erkannt hast. Das sind Sätze, die predige ich hier jetzt zeitlich chronologisch ausgedacht seit über 30 Jahren. Wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkannt hast, da ja der Ärger nichts ändert an dem, worüber du dich ärgerst. Wenn du die Sinnlosigkeit von Sympathie erkannt hast, weil wenn du jetzt mit jemandem sympathisierst, mitleidest, deswegen geht es denen ja nicht besser. Du vermehrst das Leid. Dann wirst du nicht mehr sympathisieren und du wirst dich nicht mehr ärgern, wenn du dich von deinem Programm lösen kannst. Wenn du die Sinnlosigkeit einer Zukunftsangst erkannt hast, weil du wirklich im tiefsten Innern verstanden hast, dass morgen nichts passieren kann, dass du dir durch deine Sorgen sorgst du dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Für eine reine hochgerechnete Mutmaßung, was passieren könnte. Und es dadurch jetzt in deinem Kopf zumindest als Gedanke passiert und es erzeugt Angst. Würdest du dir das aber nicht hochrechnen, nicht denken, in die Zukunft denken, wäre es jetzt auch nicht. In der Zukunft ist es sowieso nicht. Wenn es ist, kann es immer nur jetzt sein. Und wenn du das zu verstehen anfängst, wirst du keine Zukunftsangst mehr haben, weil du eben im tiefsten Innern verstanden hast, dass dein Leben aus einer ständigen Veränderung deiner Informationen besteht. Und das kannst du nicht aufhalten. Was das Schlimme ist, dass du immer wieder oberflächlich betrachtet die gleichen, nicht dieselben, die gleichen Situationen wiederholst, nur in anderen Facetten, weil du eben nicht losgelassen hast. Das heißt definitiv, dass du irgendwann einmal in einen Zustand kommst, wenn du krank bist, dass du nicht mehr versuchst, gesund zu sein, sondern du bist mit diesem Kranksein einverstanden. Du nimmst es an. Krankheit als Weg. Das ist jetzt sehr interessant, wenn wir da dabei sind. Da muss ich dir jetzt ganz, ganz kurz die Internetseite übertragen. Fällt mir gerade spontan ein, das habe ich im Stammtisch gemacht. Warte mal schnell, ich suche das zuerst schnell her. Da brauche ich. So, und dann muss man dahin, dass das gleich dasteht. Und jetzt lass dich einmal überraschen und das lesen wir jetzt einmal geistreich, wenn du das hast. Und so habe ich die Seite aufgemacht von Torvald Detlefsen. Hast du den? Das ist ja, hier ist ja die Inge vor vielen Jahren auf Lehrgänge gegangen. Und ich kann dem Detlefsen bloß sagen, das geht jetzt das Leben, das kann man sich selber anschauen. Er hat dann hier von 99. Das ist übrigens der Vicarius, die Kirche des neuen Äons, die Kavanna, gegründet in München. Das war eine Kirche, das könnte man sagen, ist eine Sekte. Je nachdem, wie man das definieren. Ich kann da bloß sagen, er hat da extrem viel Geld abgegriffen. Ich weiß jetzt definitiv, ein 3 Wochen Lehrgang, soweit ich mich erinnere, hat damals 14.000 Mark gekostet. Ich hatte nämlich bei mir im Laden einen Kunden. Das war nur am Ende so 95, 96, das war kurz drauf, 96, schau, 96, es war gerade in dem Übergang, wo ich aus dem Laden raus bin. Da hatte ich einen, der war da total begeistert und der hatte kein Geld und dann hat er Schulden gemacht, dass er hier diesen Lehrgang mitmachen kann. Der war da total begeistert. Und dann hat es noch zwei Ebenen gegeben, unten die Kirche fürs Volk und oben dann
die hören, das ist wie bei den Freimaurern, wie man das so schön nennt, hier die aufgestiegenen Meister. Und da wurden Rituale durchgeführt. Man kennt ja bloß so durchschlägig, da wurden dann hier Betttücher angebinkelt, also so klassische mystische Rituale, die natürlich alle symbolisch einen tiefen Sinn haben. Aber ich sage immer wieder, es gibt keine Techniken und die ganzen Rituale werden nie zu irgendwas führen, wenn du verstanden hast, wie die Welt funktioniert. Aber worauf ich jetzt hinaus will, dieser Torvald Detlefsen, übrigens ein super Mystiker, ich kann alles, alles, was er in seinen Büchern schreibt, unterstreiche ich. Ich betone immer wieder, es hat jeder hundertprozentig recht, aber nur ein bisschen. Da sage ich jetzt, was er sagt, das ist zu 98% richtig. Also der ist sehr nah dran. Das Problem, dass das Leben viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Er ist halt so berühmt durch zwei Bücher und da gehen wir jetzt ganz kurz nochmal rein. Das ist das Schicksal. Als Chance ist es eine Buch und Krankheit als Weg. Und wenn man das mal kurz gelesen, mal kurz mit Holofeeling rein und du wirst feststellen, wie perfekt das ist, aber wie trügerisch das ist. Detlefsen hat seine Position in dem Buch Schicksal als Chance. Da habe ich gerade rein zufällig kurz vorher das Lied reingestellt. Das, was du mich angerufen hast, da habe ich was reingestellt. Das heißt, wir bekommen eine Chance. Er ist davon überzeugt, dass der Mensch den Gesetzen des Schicksals unterworfen sei, dass ihm Themen zum Lernen, das heißt Möglichkeiten zur Erweiterung seines Bewusstseins aufzeigt. Jeder Moment ist der beste, den es überhaupt gibt. Von Gott gemacht für dich, wenn du weißt, dass Gott mit dir spricht, mit jedem Moment, der in dir auftaucht. Du hast das dann mal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen, vor nichts und niemanden Angst zu haben und alles, was in dir auftaucht, zu lieben, weil du weißt, es sind Puzzlestücke. Für deine Heilung. Das, was du dir ausdenkst, musst du essen. Das musst du zuerst einmal sein, weil du erlebst dich ja durch deine Informationen und du bist jede Information und keine davon. Immer dran, das Meer ist all seine Wellen, aber es ist keine bestimmte Welle. In der Weigerung des Menschen, diese neuen Themen in sein Bewusstsein zu integrieren, das heißt, die Puzzlestückchen, die du vernichten willst oder anders haben willst. Sagt, das ist jetzt meine Erklärung dazu. Sah Detlefsen eine Missachtung der Schicksalsgesetze bzw. der kosmischen Ordnung, was zu Leid führe? Leid führt, es ist ganz einfach, jegliche Art von Nicht-Einverstanden-Sein erzeugt in dir Leid. Angst, Ärger, nenn es wie du willst. Die Ursache ist nicht der Reizauslöser, sondern deine zwanghafte Reaktion, das nicht haben zu wollen, das anders zu haben wollen oder irgendwie komplett vernichten wollen, dass du so darauf reagierst. Das ist die Ursache von Leid und nicht dieser Reizauslöser. Du hättest die Freiheit, es auch vollkommen neutral anzuschauen. Da musst du zuerst im tiefsten Inneren wissen, dass dir diese Sachen nichts anhaben können. Gedanken können den Denker nicht zerstören. Und du merkst, das ist eine Aussage und dann doch wieder irgendwie, weil in dem Moment, wo du eine Gedankenwelle aufschmeißt, wird die Nulllinie ja zerstört in einem Wellental und in einem Wellenberg. Wobei aber arithmetisch betrachtet sie dann trotzdem nicht zerstört wird, weil sie bleibt, auch wenn sie eine Welle aufschmeißt, eine vollkommene Welle, wo du mir nicht eine Hälfte weglässt, bleibt sie trotzdem null. Und oder demzufolge gibt es eine Reihe von Schicksalsgesetzen, die das Gesetz des Anfangs, das Resonanzgesetz und das sogenannte Polaritätsgesetz, wonach das menschliche Bewusstsein polar ist. Das ist übrigens das Pol, heißt tun, machen, handeln, die grammatikalische Form. 80, 70, 30 steht und das machen wir dann 70, 30. Das heißt, dein Tun, Machen und Handeln wird dir erweckt. Dual 80, 70, 30 und dann machen wir 70, 30 mit dem A. Das ist die Polarität. Jetzt hat er dann Hypnose, das können wir uns ein bisschen machen, das ist ja so Blödsinn, weil das schon wieder, er hat sehr viele Reinkarnationshypnosen auch gemacht, die ich in die Vergangenheit zurückführen, ist ja Blödsinn, weil das schon wieder mit Chronologie zu tun hat. Was du in früheren Leben Büchern erlebt hast, habe ich in Kurzform ausgedrückt, dir gesagt, du nimmst aus gelesenen Büchern nur die Erfahrungen mit, aber nicht die Situationen in der Erinnerung, wo du es erfahren hast. Das ist jetzt schon in deinem jetzigen Buch der Fall, dass du als Kind irgendwann einmal das erste Mal in was Saueres gebissen hast und das Gesicht verzogen hast von dem Äffchen, das du zu sein glaubst. Du hast gelernt, was sauer ist, du weißt aber mit Sicherheit, kannst du dich nicht mehr erinnern, was das war. Reinkarnation. Hypnose ist jetzt, dass ich dich in Hypnose versetze und ich führe dich zurück in deine Jugend, dass du das dann dich erinnerst. Aber das ist doch wurscht. Das, was du zu lernen hast, hast du ja nicht vergessen. Super. Bist dabei?
Es Bin macht man kaputt, dabei. dass ich jetzt zurückführe in die Vergangenheit, wie du in einer vollgeschissenen Windel drin gelegen bist, dass du das erlebst, wie du gelernt hast. Es macht keinen Sinn, in die Hosen zu scheißen. Ja. Ich habe jetzt das nur Das reduziert auf dein jetziges Leben. Was du zu Ja. lernen hast, hier und jetzt, wenn das gelernt ist, lernst du das drumherum, wo du es gelernt hast, sondern du nimmst nur noch den Rang des Gelernten, was für dich als Geist wesentlich ist, das nimmst du mit. Aber lernen kannst du mit der Vielheit in einer Personifizierung. Wobei die Person das nicht lernt, sondern der Geist, der sich als diese Person in diese Situation hineindenkt. Als träumender Geist kann sich das nicht rausholen. Jetzt kommt die Krankheit. Immer dran denken, das hebräische Wort Krankheit, Kol ist das Weltliche. Deine Krankheit ist letztendlich das Weltliche. Ich setze das einmal nochmal schnell rein unter unser Kol. Ja. Das ist ein kollektives Licht, das nenne ich immer dein Kollektivprogramm. Aha. Das ist Profanes. Eine Vormauer hat was mit Problemen zu tun, das Vorgelegte. Und das ist das Weltliche. Okay? Das ist Ja. im Sohn. Ja. Die Wellen sind gespiegelte Existenzen. Und jetzt fängst du an, vor Angst zu zittern. Das ist das Hin und Her deiner Wellen, weil du noch weltlich raumzeitlich denkst. Das Ganze ist geweiht, unheilig, profan. Die Welt ist nicht heilig, sie ist zerrissen. In unendlich viele Facetten in Schatten. Und wenn dieses kollektive Licht, das ist dein Konstruktprogramm, das kollektive Wissen, die Welt ist ein heliozentrisch, wir sind auf einer Erdkugel, das ist ja alles das Kollektivwissen. Das dann in einer kleinen Facette runter reduziert, heißt, ich bin ein Katholik, ich bin ein Moslem, ich bin dieser, ich bin jener Zeuge Jehovas. Das ist alles profanes Wissen, geistlos nachgeplapperter Schwamminhalt. Das heißt, dieses kollektive Wissen wird jetzt deine Wahrnehmung und das führt dich zwangläufig dann in die Krankheit. Krank sein, jetzt wirst du schwach, schinnwach, deine Logik wird wach in dir und dann doppelt aufgespannt, der erweckte Urteile. Das ist wie Erden. Die geöffnete Existenz heißt Urteil. Okay, zurück zu Detlefsen. Das heißt, Detlefsen war der Ansicht, dass der Mensch an sich krank, unheil, sündig sein. Merkst du, das steckt in dem Wort krank, steckt das Weltliche schon drin. Weil du immer hundertprozentiger Materialist warst, zumindest bisher. Ahnerzuckerweise, programmierterweise. Diese Bezeichnung verwendet er synonym, um aufzuzeigen, dass Krankheit nicht eine zeitweilige und unumgehbare, unbeliebsame Störung sei, sondern vom Wesen des Enosch impliziert ist. Der Enosch ist unheilbar krank. Der ist sterblich. Soll ich es nochmal machen? Anosch, das ist das hebräische Wort für Mensch in Bezug auf einen ausgedachten Menschen. Und du wirst jetzt feststellen, Unheilbar. was ist jetzt? Warum dreht er sich schon wieder? Mal schauen, ob er kommt. Bist du noch dran? Ich höre dich. Dann ist gut, wenn es noch da ist. Na, da ist jetzt gerade das Ding ausgefallen, die Webseite ausgefallen. Okay, aber das ist jetzt interessant, weil der hast ja unheilbar krank. Ja, Enosch, ja. Jetzt kommt ein Auszug aus Schicksalsschloss. Der Ja. Mann begreift nicht, dass Krankheit das kostbarste Gut der Menschen ist. Jetzt sag immer wieder, was ich sage, dreh das, was du als gut ansiehst, lass es los und begreife, dass das, was du bisher bekämpft hast, die Kehrseiten, die sind die, die du zu deiner Heilung brauchst. Ja. Und du willst aber die Kehrseiten, das Kranke, das Böse, das Schlechte, den Krieg vernichten. Du brauchst auch für deine ständige Wachstum vom Säugling bis zum Greis, dass immer der bestehende Körper zerstört wird, dass du was Neues werden kannst. Ja. Dazu gehört Krankheit, das ist das kostbarste Gut des Menschen. Das ist eigentlich schon rudimentär, dieses Umdrehen von Plus und Minus. Ganz Wir haben ja genau. vier Seiten. Ganz Wir haben genau. Plus, 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 Ja. Minus, Minus, Minus und Minus, Plus. Und es ist gleichzeitig dort, das ist die Heiligkeit. Dein Menschsein überhaupt ausmacht, dass nur der Kranke heilbar ist. Ein Gesunder wird geheilt, indem er die Krankheit akzeptiert. Und der Kranke, der Fall, den kennst du natürlich nicht, der Kranke würde, wenn du nur krank sein willst, sich in die Krankheit flüchten. So unser Holger-Phänomen, wo ich immer gesagt habe, der hat sich sein ganzes Leben in die Krankheit geflüchtet. Auf der Arbeit. Burnouts, immer wieder die Schuld, irgendwas, was nicht stimmt, dass ihnen scheiße geht. Sein Wertesystem. Die Krankheit macht den Menschen heilungsfähig. Du kannst nur Ja. null werden,
nicht durch den Wellenberg, du brauchst das Tal dazu, musst dir beide gleichzeitig denken. Und diese Heilungsfähigkeit, das Heile ist eine höhere Ebene. Du kannst aus Flächen durchaus einen Körper machen, aber du musst die quer zueinander stellen, wie Kreis und Dreieck zu einem Kegelwand. Du musst die um 90 Grad drehen. Das ist die Geburt in die Heilungsfähigkeit, in das Heil, in die höhere Ebene, in das 3D. Doch dazu muss er sie durchwandern und nicht umgehen. Du musst es durchleben, so wie du das Leben durchleben musst. Du kannst den Weg nicht abkürzen. Da fällt mir jetzt spontan ein, wenn du jetzt vor Bhaktisvedanta von der Hare Krishna Gäste die Srimad Bhagavatam und die Chaitanya, die Srimad Bhagavatam, wenn du das lesen tust, da kommt, das ist jetzt Sanskrit, der heilige Sanskrit-Schrift. Du weißt, wo der Udo Wort für Wort 16.000 Seiten übersetzt hat. Habe ich da, könnt ihr anschauen, die habe ich schon gezeigt, wenn dich erinnerst. Da kommt nach ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, nach 8.000 Seiten kommt eine hochinteressante Stelle, dass viele, die jetzt diese Haufen Bände vor sich sehen, diesen Riesenhaufen an Büchern, die meinen, ich lese die letzten zwei Bücher und da weiß ich Bescheid, die wollen dann Umweg gehen. Und da kommt nach 8.000 Seiten, kommt eine schöne Stelle, da heißt es, wenn man das jetzt sinngemäß übersetzt, wenn du jetzt meinst, du hast jetzt bist vorgesprungen in dem Buch und du liest jetzt das, um dir die vorhergehenden Tausende von Seiten zu ersparen, wirst du das, was ich dir jetzt erzähle, nicht erkennen und nicht verstehen, wenn du das Vorhergehende nicht gelernt hast. Die wollen eine Abkürzung gehen, Das ist wie eine Prophezeiung, musst du dir vorstellen. Du hast dir einen Berg, 16.000 Seiten vor dir und bei 8.000 liest du, wenn du jetzt da reingesprungen bist, dass du meinst, du kannst was abkürzen, ist das komplett, kannst gleich wieder von vorne anfangen. Super. Okay, man begreift nicht, dass Krankheiten das Kostbarste gut sind, halt, da waren wir schon, dass der Krankheit macht den Menschen heilungsfähig. Doch dazu muss er sie durchwandern, nicht umgehen. So wie die Krankheit ein mikrokosmischer Sündenfall ist, muss Heilung auch ein mikrokosmischer Erlösungsprozess sein. Dieses Mikrokosmische ist das erst einmal die Kleinigkeiten, wo ich immer nenne. Diese einfachen Sachen in dir, wo in dir ablaufen in deinem Alltag, wo du immer noch Ganz genau. dich drüber aufregst, obwohl das gar nicht wert ist, dass du dich drüber aufregst. Wenn du bei Kleinigkeiten schon noch Genau. so mechanisch reagierst, ist es doch kein Wunder, dass du bei großen Schicksalsschlägen ganz massiv ausschlägst. Ja. Dieser Unheilszustand wiederum sei damit verbunden, dass der Mensch nicht alle Bewusstseinsinhalte oder Seinsprinzipien gleichzeitig verwirklichen könne. Ich sage immer, du kannst der Bucherseite anschauen, du kannst sie aber nicht gleichzeitig aussprechen. Setze mal für verwirklichen aussprechen. Das führt dich zu Eva. Das hebräische Wort Eva, was wir mit Eva gelernt haben, steht ja im Original Java. Und Java heißt aussprechen, ausdrücken. Das, was du aussprichst, drückst du als Vorstellung aus dir heraus. Ja. Und du kannst nicht alles gleichzeitig aus dir herausdrücken. Du Ja. kannst dir das Chat, was ich Arbeitsspeicher nenne, im tiefen Hintergrund bewusst machen. Aber Ja. wenn ich jetzt nur die Seite, die du jetzt vor dir hast, versuche mal die Worte, die jetzt gleichzeitig da sind, gleichzeitig auszusprechen. Nicht möglich, ja. Und die nicht gelebten Pole verdrängen. Das ist immer wieder, da geht schon das Verdrängen. Welche den Schatten eines Menschen bilden. Ein Schatten ist Zell, die Geburt von Licht. Und Licht wiederum erfordert nicht Licht. Ich nenne das ganz einfach Unterschiede. Okay, das heißt, welche den Schatten eines Menschen bilden würden, von ihm Unbewusstsein bzw. im Bewusstsein zur Vollkommenheit fällen würden. Das ist alles, was du dir ausdenkst, fällt in dir, solange du glaubst, das ist da außen. Der erste Schritt ist, wo ich sage, ich träume jetzt, dann ist es zwar auch getrennt von der heiligen Einheit, von der Nulllinie, aber es ist zumindest in mir drin. Ja. Es ist innerhalb. B. I, Es ja. ist inner, In all ist das A. Nichts, ist es Ballon. Ja. Merkst du, wie das jetzt Physik macht in der Inner. Sprache schon? Ja. Teflon übernimmt den Begriff von C.G. Jung und fügt hinzu, dass Krankheitssymptome im Meer in die Stofflichkeit gesungene Schattenaspekte des Menschen sind. Haben wir nicht gesagt, die Welt als Ding an sich, WELD, das Brandopfer, der polare Rand, das ist schon deine Krankheit. Jetzt darf ich nicht den Fehler machen, dass ich das Wort Krankheit negativ sehe, weil jetzt ist schon wieder Krankheit ist negativ und Gesundheit ist positiv. Ich sage immer wieder, du musst die Polarität umdrehen. Du wirst jetzt feststellen, dass das Neue erlebst du erst, wenn das Alte zerstört wird. Und das, was du bisher als positiv, das Gesunde, das immer Gleichbleibende, willst du immer ein Säugling sein, der in die Hosen scheißt?
Du kannst doch erst lesen und schreiben lernen, wenn der zerstört wurde. Das heißt, Krankheit ist überhaupt nichts Negatives, sondern beides. Alles, was richtig ist, hat eine Kehrseite. Und diese Kehrseite wird zur richtigen Seite, wenn du die von der Kehrseite aus schaust, dann wird aber die richtige, bisherig richtige Seite zur Kehrseite. Ich kann nicht sagen, richtig und verkehrt, sondern das Richtige ist auch verkehrt und das Verkehrte ist auch richtig. Das sind unsere vier Seiten. Bist dabei? Jetzt zeig mir irgendeinen gebildeten Menschen, der diesen Text liest und das lesen kann. Der das wirklich rausliest. Meinst du irgendeiner, der doch bei Detlefsen, der auch nur Geld abgegriffen hat und so weiter und so fort, dass der das versteht? Es stimmt alles, was er sagt. Ich sage nicht mal nur ein bisschen. Die Frage ist, wie viel kannst du aus den Worten herauslesen? Das, was du letztendlich mit deinem beschränkten Intellekt an Vorstellungen hineininterpretierst oder herausgenerierst. Merkst du mir schon wieder zwei Seiten? Dadurch zwingt das Schicksal, das Schicksal ist pur. Jetzt hoffen wir mal, dass der wieder geht. Ja, das ist die Internetseite ausgefallen gewesen. Da hatte ich jetzt, wo waren wir gerade noch, was wollte ich machen, den Menschen, aber das ist jetzt mal was. Pur. Das Wissen sind immer aufgespannte Berechnungen. Das ist jetzt der Zufall, das Los, das ist praktisch das, was dir zufällt, was du selber losmachst. Du brichst dabei auseinander, darum heißt pur auch auseinanderbrechen. Ein Zerbersten. Jetzt wird es interessant. Du kannst jetzt erst einmal ZRs zu Form werden. Nur die Konsonanten betrachten. Zu Form werden, BR heißt das Äußere. Ich kann natürlich auch Ballon erweckt lesen oder die Geburt von etwas erwecken. Ich kann aber auch lesen, dieses ZE als ZH gelesen, ein Herausgehen von RB heißt eine Vielheit. Okay? Des Ersten. Jawohl. Das erfolgt durch ein Zerbrechen. Ja. Zerbersten heißt das Zerbersten des Ersten. Ich bin der Erste. Und ich denke mir jetzt mich selbst als viele Geistesfunken. Darum mache ich ein Selbstgespräch. Egal welcher Geistesfunken du bist ich. Macht dann Sinn, oder? Das übrigens. Sag immer, das Waff kannst du rausschmeißen, zwangsläufig, sobald du in dein Schicksal lebst, bist du ein junger Stier. Ein Jungstier, ein Stier ist ein raumzeitliches Tier. Setze es für D, es, das ist der Mensch. Da steht's. Es, der unbewusste Mensch, der sich übrigens dann Kopf schreibt, affin aufgespanntes Wissen. Da kommt die Affinität her, der Affe, der alles nachäfft. Okay, gut. Lass uns, ich will jetzt da ein bisschen genauer sein, wenn wir dabei sind. Wo waren wir? Pole verdrängen, Schatten, Schicksal, jetzt pur, hoffen wir. dadurch zwinge das Schicksal den Menschen. Gut, sich doch mit dem abgelegten Lebensbereichen zu beschäftigen. Nicht verdrängen, sondern das Heilen, dich beschäftigen damit. Damit sollte sich der Mensch bei jedem Situation fragen, welchen Schatten da seines Selbst er verkörpert, um in der Integration der Einswerdung des Schattens zur Ganzheit zurückzufinden. Das heißt, du musst die Puzzlestücke, Putzzell heißt ausgestreutes Schatten. Das sind, darum nenne ich das Puzzlestücke. Hier nochmal. Puz. Putz. Waff. Pu Z. Z, Das heißt, Wissen von aufgespannten Geburten. Blau gelesen immer, ne? ja. Dieses Putz heißt ausbreiten, ausstreuen, sich verbreiten, verteilen, zerstreuen. Immer aus Berei, aus dem im Spiegel werden gespiegelte Existenzen. Das DN kann man natürlich auch erscheinende Existenzen lesen. Und jetzt wirst du was Schönes erleben, wenn wir das DN machen. Das heißt, über dir. Du gibst etwas über dich, der Schakal. Jetzt wirst du zu einem Wildhund. Wildhund hast du doppelt aufgespannt im Kind. Und immer dran denken, lateinisch unde, unde heißt Welle und unde heißt woher auch, unde heißt woher auch immer. Gib, übergib, gestatte es in dir, dass das in dir aufgebaut wird. Wird so ein träumender Geist, der mit alles einverstanden ist, was er träumen muss. Macht das so einen Sinn? Das macht so einen Sinn, ja. Okay.
Das ist jetzt die Ganzheit, die Heiligkeit kriegst du nicht, indem du irgendwas bekämpfst. Es gibt keine sinnlosen Krankheiten. Ein Satz aus Schicksal im Source. Jetzt schauen wir mal Krankheit im Weg. An dieser Stelle dürfte auch verständlich werden, dass wir die heute übliche Einteilung von psychosomatischer, psychischer und geistiger Krankheit nicht übernehmen. Soma ist der Körper. Ja. Jetzt haben wir natürlich gespielt, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, zwischen Soma und Somnus. Das finde. Ob es so weit geht, was da drin steht. Somnialis, siehst du, das ist jetzt lateinisch. Ja. Einen Traum ähnlich geträumt, das ist deine Welt. Einen Traum bringend, der Träumer. Das wird aber normalerweise, wird das Soma griechisch gesehen und griechisch heißt es Körper. Das ersparen wir uns jetzt. Jetzt wird es interessant, wenn ich das Griechisch und Lateinisch lese. Nehmen wir mal die Abkürzung für Latein, schreibst du normal LAT. La heißt auseinandergeschmissene Erscheinung. Ja. Griechisch beginnt mit GR, das heißt, es erscheint dir fremd. GR, ich. Ja. GR, dieses fremde Ich, Ja. das bist nicht du. Der du zu sein glaubst, der bist nicht du, das ist ein Fremder. Und ich ist das Gestaltwerdung, das ist das, was in dir Gestalt annimmt. Du bist es aber immer. Genau, ja. Die Psyche ist jetzt der Geist, hast ja auch Schmetterling. Das ist der, der zum Spinnen anfängt und sich jetzt einhüllt in sein eigenes Gewebe, sich auch in die Mitte reinsetzt und sich dann verwandelt. Das heißt, psychosomatisch wird normal geistig-körperlich übersetzt. Aber das sind Krankheiten, ist alles ein Blödsinn, weil wir, das sind nur Einzelteile, die wir zusammensetzen. Unsere Betrachtungsweise entspricht in etwa dem psychosomatischen Modell, jedoch mit dem Unterschied, dass wir diese Sicht auf alle Symptome anwenden, um keine Ausnahmen zuzulassen. Die Unterscheidung somatisch-psychisch kann man bestenfalls auf der Ebene beziehen, auf der sich ein Symptom manifestiert, ist aber unbrauchbar, um Krankheit zu lokalisieren. Das ist nämlich das Wichtige. Jetzt müssen wir den Hammer verstanden haben, der natürlich auch wieder sehr fehlerhaft ist, aber trotzdem zuerst einmal jegliche Art von Krankheit, das bezieht sich natürlich, reduziert sich auf Krebs, das gilt aber für alles. Ja, aha. Dass das in der Psyche ein nicht einverstanden ist, der laut Hammer mal, um das ganz einfach auszudrücken, die Ursache eines Krebsgeschwürs, das sich in dir bildet, ist dieses Konfliktsyndrom, wie er das nennt, das DHS. Ist ein Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendetwas, das was in dir auftaucht, wo du completely shocked bist. Dann gibt es Ja. ja die schönen Hammer-Tabellen, dass du dann genau nachvollziehen kannst, was Ursache ist für das und das Krebsgeschwür, was du für einen Konflikt hattest. Ja. Ja. Aber es bleibt immer noch materiell, wo ich sage, immer um das nochmal zu wiederholen, Ja. Hammer hat ein bisschen recht und die Schulmedizin hat auch ein bisschen recht. Aber beide leiden an denselben Fehler. Sie wollen etwas am Leben erhalten, was gar nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Das ist ein vergänglicher Körper. Ja, genau. Ja. Darum solche ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du Holofeeling verstanden oder du hast es nicht verstanden. Entweder ist es wirklich hundertprozentig sicher oder es ist bloß ein logisches Konstrukt, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist das Geschwätz vom Zweiten. Jegliche Form von religiösen Glaubenssätzen, auch wenn du in einer tiefen Tradition hängst, das hat mit Vergangenheit zu tun. Von esoterischen Glaubenssätzen, die sich irgendwelche höhere Ebenen und Dimensionen noch immer noch zeitlich, räumlich vorstellen. Und von der Naturwissenschaft müssen wir gar nicht reden. Ist alles Geschwätz vom Zweiten, weil die Kernaussagen, die auf Axiome aufbauen, wie das Wort wirklich heißt, die nicht einmal überprüft werden können, wenn du wolltest, sie erscheinen dir logisch. Das heißt, es wird allgemeingültig daran geglaubt und es wird nämlich in Frage gestellt. Und das ist das Gefängnis. Okay, außerdem behauptet er, dass Krankheit häufig zur Machtausübung missbraucht wird. Das sowieso, es ist nur Macht, die Medizin, nicht nur die Krankheit. Eine der häufigsten Formen in der heutigen Zeit, Macht auszuüben, ist die Krankheit. Krankheit garantiert in unseren Zeiten im Einzelnen einen kritiklosen Freiraum für seine unbewussten Machtansprüche. Das ist nicht nur, da gibt es noch viele, viele Facetten, wo ich sage, du wirst irgendwann einmal merken, alles, was du bewundert hast, die Schulmedizin, all die Leute, wenn ab morgen keiner mehr krank ist, wird das ganze System
grenzenlos in kürzester Zeit zusammenbrechen. Ich sage immer wieder, kein Krieg in der Welt wird so schnell Chaos auslösen, wenn jetzt ein Krieg beginnt, wie wenn ab morgen keiner krank ist. Angenommen, hier Amerika würde jetzt anfangen, einen Krieg mit Russland zu führen oder irgendwo. Es wird zwar auf uns zurückfallen, aber zeitverzögert, was wesentlich mehr Chaos lösen würde, wenn ab morgen kein Mensch mehr krank wäre. Das Chaos würde viel schneller kommen, glaube ich mir. Es wäre ab morgen kein Mensch mehr in einer Apotheke, alle Arztpraxen wären leer. Die Krankenhäuser wären leer. Ja, Kartenhaus. Es ist Krankheiten erfinden. Es ist, da will nichts und niemand will dich am Leben erhalten. Das wissen die Brösel nicht. Die sind davon überzeugt, dass die das und jenes machen, um den Mitmenschen zu helfen. So hilfst du keinen Geist und auch keinen Trockennasen auf. Jetzt werden dir Fehler bewusst, die dir noch nie bewusst worden sind. Und umso mehr du dich in diese Richtung, in diese Perspektive begibst, einmal das aus diesen Gedankengängen zu betrachten, was du bisher geglaubt hast, wird dir das immer bewusster werden, was das für ein Wahnsinn ist, was das für eine riesengroße Lüge ist. Ich habe das schon mal gesagt, normalerweise müssten die Ärzte beamtet werden und das Ziel sollte sein, dass die Krankenhäuser leer sind. Dann kommt natürlich das Kaufmannsdenken, der Kapitalismus, und dann können wir die ja wegrationalisieren, dann brauchen wir sie ja nicht mehr. Nein, die kriegen ihren Gehalt weiter bezahlt als Belohnung. Jetzt ist es kein Arbeitsentgelt mehr, sondern eine Belohnung für ihre Leistung, weil sie es geschafft haben. Dann können sie den ganzen Dorf Golf spielen gehen, wenn sie wollen. Ja, ist anders, auch von der Der anderen Mensch, Seite. nur andere, ein alternatives Faktum vorausgesetzt. Der Mensch habe sich zu bemühen, eine möglichst nützliche Zelle zu sein. Sage ich doch immer wieder. Du bist die Zelle, eine Körperzelle von irgendeinem Volk. Denke immer wieder an meine großen göttlichen Körper, wo die Sinnesorgane sind fähiger. Mein Beispiel Europa. Und als Deutscher bist du eine Körperzelle. Das heißt, du bist jetzt irgendein kleines Zäpfchen im Auge eines Auges, im rechten oder im linken Auge, wenn du zum Seevolk gehörst. Oder ein schöneres Beispiel, du machst dich einfach zu einer Darmzode im Darm, im Verdauungstrakt. Und du hast Scheiße zu fressen von morgens bis abends. Und es wird dir schmecken, wenn du das lebst, was du bist. Und wenn du das gut machst, wirst du irgendwann einmal zu einem Blinddarm, zu einem Appendix befördert. Und wenn der das gut macht, darf er ein Arschloch sein. Und dann hast du schon richtig Macht in dem System. Der Aufstieg in der Karriereleiter deines Volkes. Spannend. Das ist die Entsorgungsabteilung. Ja. Das ist die Entsorgung, das ist das Entsorgungsorgan. Ja, Das ist, wichtig. wenn du Scheiße fressen kannst, fängst du an, du dich selbst zu entsorgen. Ah, Aber muss man nicht die ganzen Exkremente, das Ausgedachte, Herausgetretene nicht irgendwann einmal wieder zurücknehmen? Und jetzt ist der Eingang und der Ausgang, habe ich jedoch gesagt, wenn du die Embryonalentwicklung eines Menschen anschaust, der sieht aus wie ein Donut. Wie ein Fahrradschlauch mache ich ja mal. Wenn die Zellen da sind und dann reißt es auseinander an einer Stelle. So wie wenn ich jetzt einen Schlauch auseinanderschneide und einen Fahrradschlauch auseinanderschneide und mache gewissermaßen ein Rohr draus. Und die eine Seite davon ist dein Mund, dann von dem Embryo und die andere Seite wird der After. Das heißt, Scheiße. im Vorstadium, wie das noch ein Ring war, musste der Kleine ständig seine eigene Scheiße selber fressen, weil er direkt in seinen Mund reingekackt. Egal, wo man jetzt den auseinanderschneiden. Versteht die Symbolik? Okay. Die möglichst zu sein, so wie er es von den Körperzellen erwartet, damit er nicht zum Krebsgeschwür dieser Welt wird. Der Mensch ist schon längst das Krebsgeschwür dieser Welt. Denk an mein Beispiel, der Mensch ist der Holzkäfer. Verlässt er dennoch die Ordnung mutwillig, um seine missverstandene Freiheit auszukosten, so sollte er sich nicht wundern, wenn er eliminiert wird. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wie war das mit den Samenpfädchen? Nur das Samenpfädchen, das das Ei sucht und findet, das AI, den Schöpfergott, wird zu einem Menschen. Durch die Verbindung mit dem Ei. Ich sage jetzt, das, was du Menschen nennst, Trockennasenaffen nennst, das sind göttliche Samenpfädchen. Und nur die Menschen, die in sich das Ei Gott suchen und sich mit dem verbinden, eins werden, ich bin du, du bist ich, werden auf die nächsthöhere ewige Ebene wach werden und alle anderen sind Material. Und Samen ist Überfluss ohne Ende. In der Natur, schau dir den Überfluss der Natur an.
Aber ich kriege Darf das ich? nicht zusammen mit, Udo, Entschuldigung, dass ich mal gerade unterbreche. Ich kriege das nicht zusammen mit KI. Wenn jeder einem Samenfädchen ist, dann besteht ja die Möglichkeit, dass er Die das KI sind Eichhörnchen keine ändert Samenfädchen. dazu. Die Eben. KI Eben. sind keine Das ist wieder, Samenfädchen. sind keine Samenfädchen. Also gibt Nein, es KI KI sind zum Programme. Samenfädchen. Okay, danke. Die KI sind Programme. Gibt es Schau mal, warte einige. mal schnell. Ich muss auch Dann. ganz kurz hier. Muss mal schnell. Samenfädchen auf der Erdkugel. Samenbombe. Samenkugel, Samenbombe bezeichnen wir das. Ich will ja mal was anderes machen. Pass mal auf. Samenfädchen. Nein, ich mache was anders. Mal schauen. Bin zu faul zu schreiben. Hier. Machen wir Folgendes. Menschliches Eisamenfädchen. Einsames Bäckchen. Das mal so. Bilder. Siehst du, das meine ich. Ja, genau. Das, wenn du jetzt siehst, du musst dir jetzt vorstellen, das ist das Ei. Jetzt ist natürlich in der Menge, was hier gezeichnet ist, haben wir dann irgendein anderes. Das sind, wenn dieser Schwall kommt und die hängen ja rum. Schau, da siehst du es schön. Ja. Nur Ja. der Erste, der den Kopf reinmacht. Das Ja. Erste, ich mache jetzt normale Naturwissenschaft. Der Erste, der hier den Kopf durch diese erste Schicht kriegt, verschmilzt und dann wird das Ding verkapseln und alle anderen haben verloren. Ja. Und jetzt denkst du dir die Erdkugel und du denkst dir 7 Milliarden Menschen drauf. Das sind die Samenfädchen und wer versucht jetzt wirklich eins zu werden mit seinem erweckten Wissen, mit der Erde? Gaia nennt man das ja auch. Die Gaia. Okay? Bist noch da? Ja, jetzt bist du wieder bei 7 Milliarden. Wie viel hast du gesagt? 7 Milliarden. Es ist nur jetzt, das ist Samenfädchen ist im nur Symbol. Verhältnis ist es genauso, wenn man das jetzt rein naturwissenschaftlich sind da Hunderttausende von Samenfädchen um das Ei rum und ein Allereinziger, der Erste, der verschmilzt mit dem Ei und haben alle anderen verloren. Das Das heißt, in dem Moment, wo ist. du wach wirst, verschmilzt du mit deinem eigenen Nichts. Ich Ja, meine das jetzt weiß geistig wach wirst, nicht in deinem Traum wach. ich. Ja. Ja, In ja. dem Moment, wo du eins wirst mit mir, Ja. Das ich ist so. UB, erhebst du dich von dem J, der Buch in der Hand hat, zu dem, der vom Bücherregal steht? Ja. Und dann sind die ganzen Bücher, sind die ganzen Geistesfunken weg. Geistesfunken ist ja nur immer noch verbunden mit irgendeinem Buch aus dem Bücherregal. Aber die Verschmelzung, ich bin das Bücherregal und nicht die Figur, die in dem Buch beschrieben wird, das ist die höhere geistige Ebene. Ja, Bist jetzt dabei, das ist sehr tief. Okay? Wo war man? Machtausgebung. Da kann man jetzt der Mensch zu bemühen, möglichst, der Mensch hat sich zu bemühen, eine möglichst nützliche Zelle zu sein, bla bla bla, die Eliminierung. Machen wir mal, weigert sich der Mensch, da war man. Die Lernaufgabe, mit denen vom Schicksal bzw. der Welt konfrontiert wird, zu bearbeiten, sinkt dieser Aspekt in 7 Eskalationsstufen. Jetzt wird natürlich schon wieder ein Teil tiefer in den Schatten und äußert sich physisch in Gedanken, Wünschen, Fantasien, funktionale Störungen, akute körperliche wie Entzündungen, Unfällen, chronische Störungen, unheilbare Organveränderungen, Krebs. Und der Tod des Menschen ist natürlich jetzt immer wieder Mensch wird auch schon wieder ein Detlefsen. Der Mensch ist kein Körper. Wenn der hier vom Menschen spricht, meint immer eine einzelne Person. Jetzt kommt natürlich ja, wenn Esoterik mit rein in sein Karma, welches sich wiederum in angeborenen Missbildungen ausdrückt. Miss ist immer die Frau und die Frau im Kind. Beelet ist die Welt. Ja. Miss Doppel-S ist übrigens Shin, dann hast du das M-Ish, das hast du von der Gestaltwerdung. Ish ist ja Gestaltwerdung, Doppel-S und M heißt von der Gestaltwerdung. Mal Genau, schauen, ja. haben wir das da. M-Ish, ob das drin ist als Einzelwort. Halt, sorry. Etzauer. Jetzt haben wir es. Von aus einer Existenz gestaltiger Existenz dort sein, weil unser Ich, ein Zirkelbaum, ganz interessant, aber zur Formwerdung von Wellen, siehst du das?
BL. Bau eben, bau Gestalten auf. BA heißt herausgehen von aufgespannten Gestaltwertungen. Blau gelesen natürlich alles. Gestaltwertung intellektuell logisch. Das ist ein M, eine Gestalt geworden ist, ist es ja hier unser, es steht, das besteht, es kommt davor, es taucht auf. Im Buch Krankheit als Weg vertrat er zusammen mit Rüdiger Dalge die Behauptung, dass Krankheit unmittelbar zum Schicksal des Menschen gehöre. Der Mensch habe Krebs, weil sie Krebs sind. Das ist richtig. Das ist das Krebsgeschwür in der höheren Ordnung. Der normale Mensch, der ums Überleben kämpft. Kriege, die Zerstörung, jetzt kommt diese Schuldzuweisung bis zum heutigen Tag, wir setzen auf Wachstum. Aber nicht auf geistiges Wachstum, sondern auf materielles Wachstum. Immer mehr produzieren. Aus nichts. An das geistige Wachstum interessiert keine alte Sau mehr. Das Weil die stimmt. sind ja alle schon so gescheit, auch die ganzen Professoren an deinen Unis, die du dir ausdenkst. Sie sind letztendlich Gedanken, die so sein wollen, wie du glaubst, dass sie sind. Nein, Dann bitte. kommen immer wieder dieselben Fragen. Der Kemp zum Beispiel, der fragt mich hier: Ja, ist er alkoholikerfrei? Dann sage ich, was stellst du schon wieder für eine Frage? Was ist ein Alkoholiker jetzt? Ein Gedanke, den du dir denkst. Du fragst mich, ob ein Gedanke von dir frei ist. Ich sage, nein, der ist nur, wenn du ihn denkst und er ist so, wie du ihn dir denkst. Der Gedanke selber hat keinen Einfluss darauf, wie er von dir gedacht wird. Ja. Meinst du, der du zu sein glaubst, der jetzt angeblich vom Computer sitzt, hat einen Einfluss darauf, dass du jetzt vom Computer sitzt? Weil du das träumst, den ich jetzt das erzähle. Ja. Kannst du dir raussuchen, was du träumst? Der träumende Geist ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Der so funktioniert wird, wie der noch bewusstere Denker sich dann sich einen träumenden Geist ausdenkt. Das ist das, was ich dir erkläre. Stimmt oder stimmt? Lerne der Mensch jedoch mit den Gesetzen des Schicksals in Einklang zu leben, sprich die an ihn gestellte Lernaufgaben zu akzeptieren und zu meistern, wird der Grund für das Krankheitssystem obsolet und verschwindet. Ich sage, in dem Moment, wo es dir am Arsch vorbeigeht, denkst du noch mal dran. Ich denke jetzt ganz spontan an meine Marion, wie sie das erste graue Haar gekriegt hat. Ein altes Beispiel von mir. Da hat sie sich die Haare noch gefärbt, da kriegt sie das erste graue Haar. Dann habe ich ihr damals die Haare noch geschnitten in Ellingen und habe ihr sogar, wenn sie es gewollt hat, die Haare gefärbt. Und ich habe immer wieder gesagt: Pass auf, Spatz, ich mache jetzt das, weil es auf meinem Film drauf ist. Weil, wenn ich jetzt auch nein, was für ein Blödsinn, lerne einverstanden zu sein. Ich erkläre den Menschen, lerne einverstanden zu sein. Du sagst, du siehst ein graues Haar und sagst, das will ich nicht. Du bekämpfst es wie eine Krankheit. Die Lösung, die dir angeboten wird im Internet oder von anderen, ich kann ja die Haare färben. Du kommst jetzt zu mir und sagst, magst du das für mich? Ich in meinem tiefsten Innern sage, das ist ein totaler Blödsinn, sie ist nicht einverstanden. Aber was mache ich jetzt in dem Moment, wo ich sage, nein, ich mache dir das nicht, du musst doch einverstanden sein? Nicht einverstanden mit Ich dem Nächsten. spiegle mich selber, weil ich nicht einverstanden damit bin, ihr die Haare zu färben. Ja, Ich habe dann schön. gesagt, färb dir jetzt die Haare, obwohl ich das nicht richtig ansehe, aber Ja. ich will kein blindes Auge sein. Ja, Und was super. ist jetzt mit ihr passiert, Was? seit 5 Jahren, dass sie das so hässlich empfindet mit ihrer jetzigen Logik, wenn so ältere Frauen sich die Haare färben? Ja, Sie ist okay. stolz auf ihre Grauen und ihr kann es gar nicht schnell genug gehen, dass sie noch grauer werden. Wie Ja. sich die Meinungen verändern können. Ja. Die Geschichte spricht laufend zu dir. Bitte? Okay. Die Geschichte sprichst du laufend zu mir? Immer. Du zu dir selber, wie auch immer, aber lass uns weitermachen. Wer ständig nach dem Verschwinden des Symptom schielt, Symptom. hat das Konzept noch nicht verstanden. Solange du meinst, von der Ja. Welle müsste die eine Seite weggehen, hast du das Prinzip nicht verstanden. Du kannst nicht den Berg behalten und die Täler weghaben wollen. Wenn du an das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht da. Solange du Krankheiten bekämpfst, denkst du an Krankheiten. Solange du gesund sein willst, denkst du zwangsläufig auch an Krankheit. Solange du glaubst, du bist jetzt gesund, ist die Krankheit auch da. Ja. Heil bist du in dem Moment, wo du weder an gesund noch an krank denkst. Das ist übrigens die meiste Zeit der Fall. Hast du dich jetzt, während du aufmerksam zugehört hast, du geistgesund oder krank fühlst?
Das Symptom Danke. lebt das Schattenprinzip. Wenn wir dieses Prinzip bejahen, können wir schwerlich gleichzeitig das Symptom bekämpfen. Hier Ja. liegt der Schlüssel. Das Ja. Akzeptieren des Symptoms macht es überflüssig. Widerstand erzeugt Gegendruck. Das Symptom verschwindet frühestens dann, wenn es dem Patienten gleichgültig geworden ist. Kann ich jetzt in irgendeiner Form behaupten, dass das nicht stimmt? Ich kann dir nur eins sagen: Es sind Tausende von Menschen bei Detlefsen gewesen und die kämpfen genauso und rennen von einem Arzt oder was sie auch immer machen oder machen ihre Süppchen oder ihre Homöopathie oder all das Zeug. Sie, ich kenne keinen, der es, ich wüsste jetzt keinen Brösel in meiner Welt, der jemals aufgedacht wäre, der das ohne Holofilling verstanden hätte. Dann, Karma, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, das lassen wir jetzt gut sein. Das ist auch eins der am verkehrtest ausgelegten Gesetze, die es überhaupt gibt. Das heißt nämlich eigentlich nur Handeln. Handeln ist das höchste Gesetz im Universum. Der Ausdruck davon ist unser Schicksal. Du handelst ständig, du tust ständig etwas. Nämlich denken. Du kannst das Denken nicht abstellen. Somit hat jedes Leben einen seit der Geburt determinierten individuellen Lehrplan. Das ist das, was ich immer das Programm nenne. Das ist wie eine Schulklasse, wo du in jeder Klasse was ganz Bestimmtes zu lernen hast. Und ich sage, wenn du jetzt eine Hosenscheißerklasse durchlebst, dann wirst du auch ein, du kannst dann auch 50, 60, 70 Jahre alt werden in diesem Hosenscheißer leben. Und du kannst der Professor sein mit drei Doktortitel, sehr intellektuell gebildet, aber du hast zu lernen, letztendlich dir nicht mehr vor Angst vor etwas in die Hosen zu scheißen. Das eine hat nichts zu tun, nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Du kannst dich trotzdem über jede Kleinigkeit aufregen und vor allen möglichen Angst haben. Die Astrologie ist und bleibt die Lehre von den Urprinzipien, nicht von den Sternen. Die Planeten sind eine praktikable, jedoch ersetzbare Ebene. Da muss ich immer wieder sagen, Astro heißt nicht nach außen gestreut. Ich könnte jetzt sagen, eine nicht nach außen gestreute Logik. Das ist Holophil. Das ist die eigentliche Astrologie. Wahre Astrologie war und ist der Einweihungsweg, der über die Selbsterkenntnis und Naturerkenntnis zur Gotteserkenntnis führt. Dass hier du überhaupt in einer Welt lebst, wo du glaubst, um dich herum drehen sich Sterne, macht, ist doch schon dein Konstruktprogramm. Okay? Und ist es, wer, da kommt jetzt ein schöner Satz: Ist und bleibt die Lehre der Urprinzipien und nicht der Sterne. Das heißt, das Urprinzip, dass alles, was du ausstrahlst, nicht nach außen gestreut wird. Astro. Ja, Du verstreust es nicht das einmal in dir, sondern du machst die allumfassende Einheit durch Divisionen zu einer Vielheit. Das sind die Schatten. Wahre Astrologie war und ist ein Einweihungsweg, der über die Selbsterkenntnis, Naturerkenntnis zur Gotterkenntnis führt. Wahre Astrologie macht sich deshalb zum Schluss selbst überflüssig. Das ist das, was ich dir die ganze Zeit erzähle. Das heißt, ich mache mich als absoluter Schluss eins auf, mich selbst über mir flüssig. Das sind die Gedankenwellen. Ja. Steht doch alles da, oder? Hast du schon den Geist, das rauszulesen? Wahre Astrologie ist die Liebe zur Weisheit. Sophie ist übrigens Sub, ein Sub. Das wird ja normal. Schau, das Interessante ist, dass die Juden sprechen das Sub ja Sof als O jetzt. Ich sage immer wieder, das ist noch das kreisende Wissen. Okay, Bewusstsein und aufgespanntes Wissen. Wenn ich das Waff als O ausspreche, ein Sof, so machen die das. Das ist der eine der Schluss, das ist auch, wie es jetzt hier Schilf heißt und Schilfrohr. Das kann ich ganz einfach erklären, weil nämlich hier wieder Mose mit dem Volk rauszieht aus Ägypten und die kommen an das Schilfmeer. Weil dieses Schilfmeer, dieses eine Meer geteilt. Und da ist nur ein einziges Ende, das ist das Meer. Sie kommen an das Meer. Aber das Problem, sie gehen nicht in das Meer rein, sondern es wird das Meer geteilt und sie gehen jetzt erst einmal durch das Meer. Das ist Dia, heißt hindurchgehen. Und dann baut sich hier ein Oberhalb, was wir jetzt uns als rechts und links vorstellen, ist das Oberhalb und das Unterhalb. Sie laufen aber jetzt auf der Nulllinie durch das Meer durch. Und dann kommen sie ins Wort, in die Mitbar, in die Wüste. Dieses M-D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 -
wie er. Das ist die Wüste. Sie kommen, sie gehen da durch, da ist die Wüste. Interessant, was du jetzt wissen musst. Das ist auch der Sprecher, der trifft. Das ist das hebräische Wort für die erste Person. Das ist es auch nicht. Und diese, das M als Vorsilbe heißt ja von GBR. Das ist die Berechnung, die Öffnung einer polaren Berechnung, die Öffnung des Äußeren. BR ist ja unser Äußeres. Die Öffnung von etwas Äußerem. Das ist jetzt die Beulenbest. Das sind deine Wellen. Die einseitigen Wellen sind Beulen, wo du die Täler nicht siehst. BS kann ich lesen, Wissen ist. Ja. Bist dabei? Das sind Ja. jetzt die Sachen, die du hast, und das sind doppelt aufgespanntes Ort. Und wer diese doppelt aufgestanden Wort ist, der Wortführer. Reden, 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 re, denn. Re heißt die schlechten Urteile. Die Re 270 DN, die schlechten Urteile, die du Ja. sprichst. Ja. Okay? Und Ja. das Absolute. Das ist interessant. Das ist übrigens auch das fünfte Wunder. Wie die Wunder, die davor sind ja diese Wunderkomma hier, die Plagen nennt man das auch, ne? Ja. Eigentlich steht da die fünf Wunder. Das wird dann mit Plagen übersetzt. Das heißt, Wissen ist einseitig ausgelegte Worte. DBR. Die Öffnung von was Äußeren. Einseitig ausgelegte Worte. Doppelt aufgespannter Ort, den ich einseitig auslege. Ich sehe nur im Berg und vergesse, dass der ohne die Tiefe, die Höhe ohne die Tiefe gar nicht da wäre. Wir können das natürlich noch anders lesen, dieses Mitbar. Das beginnt nämlich mit einer Gestalt gewordenen Öffnung. Okay, und in die hast du dann mal eine geöffnete Ecke. Genau genommen eine geistige Wand. Denk an unseren Spiegeltunnel. Und das erzeugt jetzt dein Kleid, Kala, das, was dich einhüllt. Das ist übrigens auch das hebräische Wort für Uniform. Uni ist der eine, denk an das Universum. Verbunden sein mit Gott und der hat eine Form. Und das ist die geöffnete Ecke. Kannst du noch folgen? Schon? Okay. Das ist auch der Überbegriff für Messen, für Messgerät, etwas bemessen, etwas, jemandem etwas beimessen, zum Beispiel Wissen oder Dummheit. Man nennt es auch ein Amtskleid, übrigens, wenn man jetzt, das steht da nicht mit drin in anderen Wörterbüchern. Die gestaltgewordene Öffnung ist das Äußere, BR. Jetzt kriegst du, das ist die Wüste, wo du durchziehst. Das lateinische Wort dafür ist dir. Man teilt es mehr, wenn die kommen. Und das ist Sub. Wir waren bei Sub. Das ist es, ein Sub. Das ist dieses Schilfmeer. Aber das ist eigentlich das Ende, wo du hineingehen musst. Und interessant ist, die Juden sprechen das ja Sof aus. Da ist das große Problem, dass das jetzt das Waff noch kreist, das raumzeitliche Wissen kreist noch. Und darum hast du immer, jeder Moment, der dir auftaucht, ist ein Ende, das du dir ausdenkst. Es ist nicht das absolute Ein-Sub. Dieses nicht existierende Bewusstsein ist nämlich verbundenes Wissen. Bist Super. dabei? Da unten Super. haben wir es. Ja. Sub, das Bewusstsein von UB. Ja, Hier noch super. das raumzeitlich aufgespannte Wissen. Ja. Das sind ja auch lauter Enden, die du siehst, die du dir nach außen denkst vor dich hin. Soweit du schaust und dann kommt irgendein Ende, weil du sagst, weiter kann ich nicht sehen. Aber wenn du den Spiegeltunnel jetzt, den einfachen vor dir hast, weißt du, dass wenn du in die Unendlichkeit schaust, in die eine Richtung schaust, siehst du auf deinen eigenen Hinterkopf. Wenn man das Prinzip des Kreises verstanden hat. Wir waren bloß bei Sub, Philosophie. Erinnere dich, ich sage, ich mache aus jeder dieser Rodics nur 400 Seiten Buch, wenn ich dir das zu verknüpfen anfange. Weshalb Schuld auch ein großer Astrologe von Astrosophie, das nicht ausgestreute in diesem Ende. Okay? Und nicht das Herumrühren an der Zukunft des Menschen. Es geht nicht um ein Herumrühren an der Zukunft des Menschen. Herumrühren tust du bloß hier und jetzt. Wie war das nochmal, wenn du verstanden hast, dass morgen nichts passieren kann? Wenn du dich um morgen sorgst, versaust du dir das jetzt, weil du sorgst dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Aufgrund einer Hochrechnung, wo rein, Ja. ich sage immer wieder, selbsterfüllende Prophezeiungen, die könntest du dir ersparen.
der Homöopathie sah Detlefsen das Urprinzip der Hochpotenz. Jetzt kommt natürlich sehr, sehr viel Esoterik mit rein. Und du musst immer wissen, wenn du da auf Lehrgänge warst, hat er das zwar alles gesprochen. Tu Ja. das, was die Politiker sprechen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Und dann hat Ja. er Rituale, dann muss er sich anzogen wie all die mystische Priester und meinen, wenn man diese Rituale durchführt, dass dann irgendwas passiert. Veränderung kommt durch absolutes geistiges Verstehen und nicht durch irgendeinen Trockennasenaffen verändern wollen. Ja, das können wir jetzt komplett weitermachen und weitermachen. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Das war jetzt, glaube ich, relativ tief. Ja. Zumindest für den, der versucht hat, diese Gedankengänge mit mir zu teilen. Was ist das schon wieder? Wir haben. Ah, wegmachen. Okay. Kriege ich das so viel Mitteilung an den neuen Computer, wenn ich was umschalte? Bin volle Reizüberflutung. Man kann sich doch nicht alles gleichzeitig auf alles gleichzeitig aufpassen. Du Ja, upschon. es ist wirklich, es ist Zerdenken, man verkompliziert das ganze Wissen, man verkompliziert es, weil man zwanghaft reagiert. Und in dem Moment, wo du diesen Doppelschritt machst, mach jetzt erst einmal bewusst, wie du auf jede Kleinigkeit zwanghaft reagierst. Einfach nicht nur bewusst machen, du sollst es nicht einmal verändern. Das Klingelingeling-Beispiel. Genau, ja. Einfach Wenn nur das beobachten. Klingelingeling jetzt so Vogelzwitschern wäre, kann sein. Der Witz ist es auch dann doch, wenn du nicht reagierst. So nach dem Motto, es zwitschert zwar, aber ich habe nicht aufpasst. Ich sage, nein, es zwitschert in dir erst, wenn du aufpasst. Die Windschutzscheibe an deinem Auto, wenn du mit dem Auto fährst, ein paar hundert Kilometer, existiert immer bloß, wenn du an die Windschutzscheibe denkst. Ja, aber die ist doch immer vor mir. Ich sehe die doch immer. Ja, im Meer schon, aber nicht als Gedankenwelle. Das Genau. ist Chatdenken. Wenn ich an meine Küche denke, sehe ich alles, was an Bildern in der Küche hergibt, sehe ich gleichzeitig und dadurch sehe ich kein bestimmtes, sondern alle gleichzeitig. Das ist das, was du eigentlich schon magst, wo ich immer wieder in die letzten Gespräche angesprochen habe. Wenn du jetzt denkst oder sprichst oder was liest, hast du Worte und du wirst bei nahezu keinem Wort dir das bildlich vorstellen. Dass wenn du jetzt Jan sagst, der Ja. Jan kommt um 12 an, denkst du dann an den Körper von dem Jan. Da ist wesentlich mehr da. Interessant wird jetzt das, aber wenn du einen Roman liest, wo ich sage, da ist ja das Buch da, dann sprichst du die Worte und dann glitschst du ja komplett weg. Das heißt, du schläfst eigentlich in unserer symbolischen Form von Schlafen, Ischen, Ischen nun, du schläfst praktisch ein. Weil jetzt läuft wirklich, da bist du wirklich ein Zuschauer von einem Film. Nur wenn du dir wieder denkst, ich habe ja den Roman gelesen, du wirst sogar merken, dass ich habe da immer wieder darauf hingewiesen, wenn du jetzt im Namen der Rose zum Beispiel anschaust, den Film, ein wunderschöner Film, und du liest danach das Buch, wir machen jetzt verschiedene Vorher- und Nachher-Kombinationen, wirst du feststellen, wie wenig aus diesem Roman, was da drin steht, eigentlich in dem Film gezeigt wird. Liest du zuerst das Buch, ist natürlich dasselbe Phänomen da. Aber was ich jetzt sagen will, wenn du das, was wir jetzt gerade mit diesen kleinen Auszügen aus Detlefsen-Büchern gemacht haben, wenn du im Namen der Rose oder das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco lesen tust und du liest es zumindest so, wie ich jetzt diese kleinen Auszüge dir beschrieben habe, vom Detlefsen, dass du zumindest diesen Stand der Aufmerksamkeit hast, dann ist, wenn du den Film siehst, überhaupt nichts mehr über. Da ist nichts mehr über, da ist eine Ebene, das, du erkennst es dann zwar, das ist aber, die Bilder waren dann sehr, sehr symbolisch. Aber das, was wirklich wesentlich ist für dich, kriegst du da gar nicht mit, was in dem Buch alles drin steht. Und einer, der das Buch liest, mag er noch so gebildet sein, mag es ein Literaturprofessor sein, der hier eine Kritik abgibt über Im Namen der Rose von Umberto Eco. Oder eine Kritik, da kommt jetzt gerade, wenn man bei Detlefsen Kritik an Detlefsen Lehrer. Schon wenn einer kritisiert, ich erziehe dich dazu, dass du aufhörst, was zu kritisieren, zu bewerten, sondern dass du das ganzheitlich siehst. Jede Kritik ist ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal und die andere Seite, was du nach wie vor bekämpfen oder nichts damit zu tun haben wollen. Uns interessiert das heilige Ganze, dass man im bewussten Zustand selbst ist. Holofeeling heißt, egal was in dir auftaucht, das sind Einzelteile von dir.
Ja, Aspekte. Du musst deine Gedanken genauso lieben wie deine Haare. Was nicht heißt, dass du dich da reinsetzen musst oder was, sondern begreifen, dass systemrelevante Parameter. Gibt es ohne Exkremente überhaupt, ohne die ganze Scheiße überhaupt eine Welt? Es gibt eine schlechte Welt, eine gute Welt. Wie sieht es aus, wenn die schlecht und gut gleichzeitig ist? Und der Kleingeist hat ja bloß ein kleines Ordnungsvermögen. Und jetzt kann man spiegeln. Ich wiederhole das nochmal, wenn ich jetzt ein Kind nehme in die Welt der Bilder und es hat da 500 Teile Puzzle aus Ravensburg. Dann wirst du als Erwachsener das 500 Teile Puzzle wesentlich leichter zusammensetzen können wie das Kind und auch leichter zusammensetzen können wie ein 5000 Teile Puzzle. Ist logisch. Aber jetzt Logisch, pass auf, jetzt zeige ich dir die geistige Seite davon. Wir sagen jetzt, das Puzzle ist der Wortschatz, den du zum Denken benutzt. Schon das Wort Wortschatz. Du solltest dir aneignen, dass dein Schatz immer größer wird, dein Wortschatz. Und jetzt passiert das Eigenartige mit Holofeeling, dass in dem Moment, wo der Wortschatz größer wird, wirst du immer mehr merken, dass solange du einen kleinen Wortschatz hast, meinst du, die Puzzlestücke, die Worte haben nichts miteinander zu tun. Aber umso größer dein Wortschatz wird, wirst du feststellen, dass du den ganz leicht zusammensetzen kannst. Das beginnt schon mit der Vordersprache. Dass ich immer wieder sage, das spielt sich jetzt hier dir vor, mache ich mit allen Worten in allen Sprachen der Welt. Das Schema im Hintergrund funktioniert für alle Sprachen und alle Worte aller Sprachen. Weil die Stochei und die Lautwesen, die Schöpfungskräfte gleich sind. Wenn ich sage, wenn du ein Wort aussprichst, egal in welcher Sprache der Welt, wenn das gleich klingt, müssen zumindest im Hintergrund dieselben Lautwesen drin sein, die natürlich sehr wandlungsfähig sind. Denk immer wieder an unser, zum Beispiel an das Kof, Kaf, CH, CK, dass ich das tauschen kann, wenn man jetzt in das Asiatische reingehen würde, das G zu einem Chi, der Chin zum Beispiel, der Flaschengeist, der schreibt sich im Arabischen vorne mit einer 1000. Das spricht mehr D. Chi, Chi, Te, Shin aus. Ist übrigens gespiegelt dann wieder der Schad, ist der Dämon ist. Weil das ja von rechts nach links dann gelesen wird. Wenn wir das zeigen, das G hinschreiben, was wir als G schreiben, sprechen die ja Chin. Und das jetzt als Lautwesen geschrieben, ist das ja Te, Shin. Dalet, Shin. Das spiegelst du Shin, Dalet, Schad. Das ist Schade. der Dämon. Der Dämon im Griechischen, habe ich so oft gesagt, ist nichts Böses. Der Dämon ist eine göttliche Schicksalsmacht, ein Schöpfer von Schicksal. Der Dämon ist was anderes wie der Scheitern, der Satan. Das ist eine Widersache, das ist der Widerspruch, die Spiegelung davon. Aber wird jetzt zu weit führen, jetzt lassen wir es gut sein. Schau, ich spreche jetzt Sachen aus und habe im Hintergrund einen Riesen, wie ich immer sage, immer symbolisch meine 400 Wörter, das immer Seiende. Die rote 400 ist ja das im Meer Seiende. So Kleines, jetzt hast du dir aber wieder schöne Geschichten erzählt. Aber Ich habe wirklich. jetzt natürlich mit dem Kleinen, habe ich natürlich nicht die Ariane gemacht, sondern den, der mir jetzt zuhört. Du Genau. weißt doch, ich rede nur mit meinem Geistesfunken, mit einem kleinen, jüngeren Teil von mir selber, den ich deshalb selber so noch alles erleben darf. Gut? Danke. Ciao. Danke. Ein Feuerwerk. Dankeschön.